Was nimmt der Ingenieur für die Extra-Portion BMW? Genau, 2 cm Breite plus 4 Höhe plus 10 Länge. Macht genau 16 cm. Kostet 3.950 Euro. Genau so viel macht der Größen- und Preisunterschied zwischen BMW X3 und Big Brother X5 aus. Für weiß-blaue Verhältnisse kein besonders dicker Brocken. Ist der eine also nur eine verkleinerte Ausgabe des anderen? Der X3, auf BMW-Deutsch als Sports Activity Vehicle benannt. Mit Dieselpower und Allradantrieb soll er den Alleskönner zwischen Dreier-Touring und dem großen Bruder spielen. Der X5, laut München das sportlichste aller Sport Utility Vehicles. Mit dem gleichen 3-Liter Diesel, aber etwas mehr Leistung und Drehmoment ausgestattet. SUV oder SAV? Wie viel Lifestyle-BMW braucht der Mensch? Spaßmobile für jede Gelegenheit, auch abseits der Straße. Okay, zu sehr sollte man mit unseren Probanden nicht vom Weg abkommen, aber das ist auch nicht gefordert. Mit schlammtriefenden Radkästen wird man X-Aktivisten selten antreffen, denn beide sind primär für die Straße gemacht. Durch seine relativ geringe Achsverschränkung gepaart mit langem Radstand hebt der X3 schnell mal das Beinchen. Der X3 ist dynamischer geschnürt als Kollege X5, der mit seiner großen Niere deutlich wuchtiger wirkt. Typisch bajuwarisch, Doppelscheinwerfer. Das X5-Make-up wurde 2004 aufgefrischt, dennoch sieht der kleine Bruder eine Spur moderner aus. Seine Heckleuchten wirken jedoch unstimmig. Um hässliche Steinschlagkratzer zu vermeiden, umschließen den X3 große Kunststoffleisten. Die Schönheitswertung gewinnt er trotzdem, wenn auch knapp. Der BMW Rhein-6er, ein guter Bekannter und über jeden Zweifel erhaben. Durchzugsstark und sparsam gehört der 3,0D zum Besten, was es im Dieselsektor zu kaufen gibt. Showdown in Augsburg. 204 gegen 218 PS. Der X5 hat aber 300 Kilo mehr auf den Rippen und kommt etwas langsamer in die Puschen, trotz Leistungs- und Drehmomentplus. In 9 Sekunden geht der X3 von 0 auf 100 und nimmt ihm eine Sekunde ab. Slalom-Parcours. Hier schlägt der Kleine unerbittlich zu. Schließlich ist er das Aktivitätsvehikel. Präzise und extrem handlich stürmt der sehr straff abgestimmte X3 um die Pylonen. Geradezu spielerisch für ein Auto dieser Größe lässt sich die Fuhre um die Ecken zirkeln. Dagegen ist im X5 Schwerstarbeit angesagt. Nur widerwillig lässt sich die viel weicher abgestimmte 2100 Kilo Sänfte um die Hütchen zirkeln und schiebt dabei über die Vorderräder stark nach außen. Also heißt es ordentlich am Volant kurbeln. Bei allzu forscher Gangart verliert das kurveninnere Hinterrad den Kontakt zur Straße. Kommen wir nochmal auf den kleinen Unterschied zwischen SU und SAV. Der X3 fühlt sich bei der Kurvenhatz wie ein hochgesetzter Kombi an. Er fährt sich sportlicher als die meisten anderen Offroad-tauglichen Allrounder. BMW hat also nicht gelogen. Zwischen beiden Kandidaten gibt es keinen Rassen-, sondern einen deutlichen Klassenunterschied. Folglich gewinnt der X3 den Sporttest diesmal deutlich. Der X3 Kofferraum bietet clevere Details für den Abenteurer von Welt. Variable Verzurrösen, eine abwaschbare Laderaumabdeckung und vor allem viel Platz. 480 Liter. Erstaunlich, der X5 bietet auch nicht mehr. Dafür hat er eine geteilte Heckklappe zu bieten. Platztechnisch unterscheiden sich die beiden so gut wie nicht. Allerdings nerven im X3 zu straffe Sitze. Das bringt auf langen Fahrten keine Punkte. Für ein Auto, das in der Luxusklasse spielt, könnte man auch etwas weniger Plastik erwarten. Im Cockpit spiegelt sich die neue Designlinie à la Z4 wieder. Im X5 nehmen wir gern Platz. Er ist standesgemäß für ein Auto der 40.000-Euro-Liga, ansprechend nobel und hochwertig gestaltet. Außerdem bietet er die komfortableren Sitze. Keine Frage, er entscheidet das Innenraumkapitel für sich. Auch
Läuferschaft die Füße wohl eher einstaucht als einsaut. Wir wollen es wissen und scheuchen die zwei zu einer ausgedehnten Schlammtour. Kein Problem. Dank X-Drive Allradsystem wühlen sich unsere Kandidaten anstandslos durch den Matsch. Geht es abwärts, aktiviert man die Hill Descent Control, eine Bergabfahrhilfe. Alles weitere übernimmt die Elektronik, denn X-Drive bedeutet, ohne Geländeuntersetzung auszukommen. Das Hightech-System verteilt die Kraft elektronisch per Bremseingriff. Dreht sich ein Antriebsrad durch, greift X-Drive ein und bremst es ab. So bekommen die anderen Räder mehr Traktion. Hört sich kompliziert an, funktioniert in der Praxis aber wunderbar. Anstiege sind keine Schwierigkeit. Über Lamellenkupplungen bekommt die Vorderachse 50% der Antriebsenergie zugewiesen. Abseits ausgetretener Routen zu fahren macht also durchaus Spaß, auch wenn sich die Markenbrüder auf der Straße wohler fühlen. Doch der X5 geht im Test etwas behender durchs Gelände und behält in dieser Kategorie knapp die Nase vorn. Knapp 4.000 Euro liegen zwischen den Geschwistern. Nicht gerade viel für den X5, um sich den kleinen Bruder vom Leib zu halten. Die Aufpreisliste ist bei beiden lang und bietet genug Spielraum, um die 50.000 Euro Grenze locker zu knacken. Was also gibt den Ausschlag? Der X3 bietet beim Unterhalt Vorteile. Er verbraucht mit knapp 10 Liter etwas weniger und ist günstiger zu versichern. Das dürfte potenziellen Fahrern in dieser Preiskategorie aber schnuppern. Wichtiger ist, dass er quasi alles genauso gut kann wie der X5, ihm aber auf der Straße überlegen ist. Sozusagen mehr Talente für weniger Geld. Der X3 fährt sich viel sportlicher als die meisten anderen SUVs, bietet viel Platz und kommt trotzdem gut durchs Gelände. Er ist der Sport-Roader. Für den X5 spricht das Prestige, die Geländetauglichkeit, das Innenraumdesign und der Langstreckenkomfort. Er ist die Offroad-Limousine. Der fahraktive BMW X3 spielt die Rolle des Alleskönners nahezu perfekt und wird seinem Konkurrenten X5 sicher so manchen Kopf wegschnappen.